Liebe Freunde, es gibt ja eine Menge auf dem Graffiti-Markt, so Stifte, Dosen. Ja, vieles wiederholt sich, vieles ist immer dasselbe, nur mit einem anderen Label. Ich denke, es wird Zeit, wieder zu basteln. Was Neues, was Innovatives. Let's do it. Heute wieder in Bastelmission. Do it yourself, ja? Das ist ein großes Thema bei uns. Und heute baue ich einen sensationellen Stift. Denn, ihr kennt ja das Problem, ein 15 mm ist ein echt geiler Stift, ja? Kann man nichts gegen sagen. Und natürlich der 10 mm, ja? Aber wenn man die immer unterwegs und dabei hat, sind die Taschen immer voll. Da sind immer zwei große Stifte. Ich mache jetzt was Sensationelles. Ich baue aus diesen beiden einen Stift. So, und wie ich das mache, schauen wir mal. Ich weiß es selber noch nicht. Ja. Einfach zusammenkleben. Wir gucken mal. Ja, funktioniert gut. Sensationell. Aha. Oho. Ah, da ist er. Na gut, also die Idee war größer als das Ergebnis. Es ist immer noch eine coole Idee. Die Ausführung, ja, daran sollte man arbeiten. Aber es wäre doch sensationell, wenn man wirklich so einen Stift, so zwei in einem, wenn man den haben könnte. Sensationell wäre das. Was soll das sein? Wie, was soll das sein? Das sind zwei Stifte in einem. Wie das aussieht, das machen wir doch anders. Das hab ich falsch gemacht. Ja? Das macht man so. Was ist das denn, Alter? Siehst du nicht, das hier ist eine 10 mm Seite. Scheiße, Wand an. Nein. Und das hier ist eine 17 mm Seite. Zeig mal. Das gibt's ja nicht. Wie machst du das?